Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vertreter der Presse. Das ist jetzt meine vierte Haushaltsrede, die ich in diesem Ratssaal halten darf. Und ich verspreche Ihnen eins, es wird meine letzte sein. In diesem Ratssaal. Überraschung gelungen? Okay. Bei der Durchsicht der vergangenen Haushaltsreden ist mir aufgefallen, dass wir in den letzten Jahren in Verl viel bewegt und erreicht haben. Ich glaube, im Zuge des Alltages vergessen wir eines häufig, nämlich auch mal innezuhalten, zurückzuschauen und zu sehen, was alles in der Vergangenheit Positives geleistet wurde. Und das war viel. Wir alle können stolz darauf sein, wie sich die Wirtschaft, die Bildungs- und Sportlandschaft, das Ehrenamt, die Vereinslandschaft, wie sich Verl und seine Stadtteile in Gänze entwickelt haben. Die politischen Rahmenbedingungen haben wir gemeinsam mit unserem Bürgermeister gesetzt. Die Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Ein großes Lob und Dank an alle. Wir wissen, was Sie da oft stemmen müssen. Und das bei einer Personalintensität, die für eine Stadt wie Verl eher am untersten Limit ist. Hut ab! Unser Dank gilt ebenfalls den beiden Beigeordneten, Heribert Schönauer und Thorsten Herbst. Und nicht zu vergessen auch Frau Schmidt, die uns gerade, was die Haushaltsplanberatung anbetrifft, sehr gut und tolle Unterlagen und auch Zahlen gegeben hat. Danke für die gute, vertrauensvolle und immer wieder bereichernde Zusammenarbeit im Sinne unserer Stadt. Gebt diesen Dank bitte auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter. Dieser Dank ist wichtig, denn Verl geht es nicht nur gut, nein, Verl geht es hervorragend. Gewerbesteuereinnahmen von über 66 Millionen Euro, Rücklagen in dieser Woche in Höhe von über 85 Millionen Euro, mehr als 14.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Arbeitslosenquote unter 4%, also nahezu Vollbeschäftigung. Die Geburten steigen, weitere Kindertagesstätte ist geplant in Verl-West. Viele und zum Teil mit Maximalwerten im Landesvergleich, zum Beispiel bei den Kitas, freiwillige Leistungen der Stadt. Einrichtungen können kostenlos oder kostengünstig, wie zum Beispiel das Verler Freibad oder die Bibliothek, genutzt werden. Schulen mit modernster Technik ausgestattet oder werden weiterhin ausgestattet und in einem sehr guten Bauzustand. Ehrenamt und Vereinsleben funktionieren in Verl, auch bei der Integration von unseren Neubürgern. Herausforderungen der älter werdenden Gesellschaft gehen wir mit neuen Ideen und bewährten Konzepten an. Neue Initiativen seitens der CDU zur Betreuung älterer Menschen und Projekte im Rahmen der Umsetzung des Seniorenbedarfsplanes werden immer weiter ausgebaut. Diese Erfolge zeigen, dass wir in den vergangenen Jahren die richtigen politischen Weichen gestellt haben. Wir haben die Herausforderungen der Zukunft frühzeitig erkannt. Neben den klassischen Pflichtaufgaben einer Kommune hat die CDU-Fraktion zu den richtigen Zeitpunkten immer wieder neue politische Akzente gesetzt. 2014, Ausbau des Breitbandnetzes. 2015, die Herausforderung des demografischen Wandels und die ärztliche Versorgung in den Blick genommen. 2016, die Wirtschaftsförderung mit neuen Impulsen versehen und neu aufgesetzt, das Entwicklungskonzept 2030 auf den Weg gebracht. 2017, die Weiterentwicklung des Stadtmarketings und der Stärkung der weichen Standortfaktoren sowie das gemeinsame Ziel, Verl digital zu entwickeln. Auch hat sich in den letzten Jahren das Verhältnis zu den Nachbarkommunen und dem Kreis Gütersloh gut entwickelt. So konnte und kann Verl weiter sehr gut voranschreiten und ist für die Herausforderungen der Zukunft bestens gewappnet. Doch was erwartet uns 2018? Welche Schwerpunkte setzt die CDU-Fraktion? Neben den im Haushaltsplan vorgesehenen Baumaßnahmen wie den Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Fertigstellung der Sanierung und des Anbaus der Grundschule in Kaunitz, die Rathauserweiterung sowie die weiteren Planungen der Bauvorhaben in 2019, ich nenne hier nur beispielsweise die Kita Sürenheide, die Kita in Verl-West, den Bauhof, die Modernisierung der Ostwestfalenhalle, wird insbesondere die Erweiterung der Gesamtschule ein prägendes Thema sein. Gute Ideen, solide Planung,
aber eben auch seriöse und konsequente Realisierung angestoßener Projekte bis zum Ende. Dafür steht die CDU. So werden nun auch die Projekte, die uns schon länger beschäftigen, angepackt. Ich nenne hier beispielhaft die Böhmsche Wiese in Verbindung mit dem Skulpturenpark, Freizeit- und Spielgelände am Schmiedestrang, die Weiterentwicklung in Bonn-Holte Bahnhof, Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume am Gymnasium. Alles Projekte, die bei der Vielzahl an Aufgaben der letzten Jahre noch nicht so richtig gegriffen hatten. Daher freuen wir uns, dass es auch an diesen Stellen vorangeht. Voran geht es auch mit dem Raumprogramm der Gesamtschule, das wir heute verabschieden werden. Es beginnt jetzt die konkrete Planungsphase. Da wir als CDU-Fraktion weiterhin stark für eine moderne Bildungslandschaft und Vielfalt in Verl einsetzen, ist der Aus- und Umbau des Gebäudes der Gesamtschule genauso wichtig wie seinerzeit der Umbau und Ausbau des Gymnasiums. Von unseren politischen Überzeugungen geleitet, wird die CDU-Fraktion die Rahmenbedingungen schaffen, damit weiterhin zukunftsweisende Standards einer modernen Bildungslandschaft in Verl gesetzt werden. Dazu zählen auch der Ausbau der OGS, die familienfreundliche zeitliche Ausdehnung der Betreuungszeiten in Schulen und Kitas, die Weiterentwicklung der digitalen Schulen, die Entwicklung der Sportlandschaft sowie den Blick auf alle Akteure zu richten, die zur Bildung und zum lebenslangen Lernen beitragen werden. Auch wenn wir es schon des Öfteren erwähnt haben, mit der Verabschiedung der letzten Jahrgänge der Real- und Hauptschule geht eine Ära zu Ende, die sicherlich auch von vielen Ehemaligen mit viel Wehmut begleitet wird. Dass das Auslaufen der beiden erfolgreichen Schulformen so professionell organisiert und umgesetzt wurde, war nicht selbstverständlich. Unser Dank gilt ganz besonders den Schulleitungen sowie den Lehrerinnen und Lehrern beider Schulformen. Das Thema, das wohl nie auslaufen wird, ist leider die Flächenknappheit in Verl. Auch in 2018 stehen wir vor der Herausforderung, neue Flächen zu erschließen, insbesondere für das Gewerbe und den Wohnungsbau. Wir unterstützen nachdrücklich den eingeschlagenen Weg der Verwaltung, strategische Flächenkäufe zu tätigen, die es uns mittelfristig eher möglich machen werden, neue Flächen durch Tausch oder Ähnliches auszuweisen. Allerdings werden wir auch weiterhin darauf Wert legen, dass Baulücken konsequent geschlossen werden. Hier gilt es ganz besonders, die gewachsenen Strukturen der jeweiligen Wohngebiete in den Blick zu nehmen. Wir sind davon überzeugt, dass die von der Verwaltung vorgeschlagene Novellierung und Aufstellung von Bebauungsplänen das richtige Mittel dafür ist, die Bürgerinnen und Bürger mehr in die Entscheidungsprozesse einzubinden. Aber nicht nur in Wohngebieten verändern sich Strukturen. Denn die Qualität der Infrastruktur einer Kommune lässt sich heute nicht mehr nur an dem Ausbau von Straßen, Wegen, Schulen, Kitas und anderem messen. Die digitale Infrastruktur, inklusive einer guten Mobilfunkabdeckung, ist in der Zwischenzeit ein herausragender Standortfaktor, den wir immer weiter entwickeln müssen. Wir sind auf einem guten Weg und stehen sehr gut da. Auch wenn es an der einen oder anderen Ecke noch mächtig knarrt und die Rahmenbedingungen nicht immer förderlich sind. Als CDU-Fraktion wollen wir das Thema Digitalisierung als Querschnittsfunktion weiter forcieren. Arndt Kirchhoff, habe heute noch in der Zeitung zu lesen, der Arbeitgeberpräsident fordert genau dieses und er hat recht damit. Und den Blick auf die Chancen dieser Entwicklung müssen wir weiter richten. Das heißt konkret, dass das Thema digitale Stadt Verl der Zukunft in all seinen Facetten für uns einen politischen Schwerpunkt einnimmt. Über den Breitbandausbau hinaus werden wir im Einvernehmen mit der Verwaltung Lösungen erarbeiten, die den erfolgreichen Weg Verls weiter beflügelt. Nur wohin fliegen wir eigentlich? Auch wenn der attische Staatsmann Perikles meint, ich zitiere, dass es nicht unsere Aufgabe ist, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf sie gut vorbereitet zu sein, möchte ich doch an dieser Stelle einen Blick in die Zukunft richten und über den Tellerrand schauen. Stellen Sie sich nicht auch manches Mal die Frage, wie wir in 5, 10 oder 15 Jahren leben werden? Wie wird Verl dann aussehen? Welche Schlüsselentscheidungen müssen wir heute fallen, um sich auf die Herausforderungen der Zukunft richtig vorzubereiten? Das Entwicklungskonzept 2030 gibt sicherlich schon sehr gute Antworten. Aber was ist mit den Schlagworten wie Internet of Things, Smart City, Smart Metering, Industrie 4.0? Wie werden sie unsere Welt verändern?
und ganz konkret die Welt in Verl verändern? Darauf müssen wir heute erste Antworten geben. Denn all diese Entwicklungen haben eins gemein. Sie werden erst möglich durch die Digitalisierung. Nur was versteckt sich eigentlich hinter diesem Begriff? Ist die Technik oder die technischen Komponenten hinter der Digitalisierung wirklich sexy? Was treibt uns Menschen an, immer wieder neu zu denken, Neues zu wagen? Was beflügelt die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung? Was beflügelt denn den Fortschritt? Denken Sie, dass sich die Menschen, als die Eisenbahn gebaut wurde, dafür interessiert haben, wie Schienen verlegt werden? Nein. Die Technik hat ein Problem gelöst und das Leben der Menschen einfacher, beziehungsweise die Fahrt von A nach B schneller, komfortabler und leichter gemacht. Postkutsche 3 Wochen, Eisenbahn 2 Tage. Früher brauchten wir 2 Tage, um einen Brief zu schreiben. Heute geht das per E-Mail in Sekundenschnelle. Mussten wir früher in Stadtpläne schauen und uns vor der Fahrt den Weg notieren, haben wir heute Navigationssysteme. Glauben Sie, dass die meisten von uns sich für die Technik interessieren, die hinter dem Mobilfunk, einem Navigationssystem oder dem Versenden einer E-Mail steckt? Naja, ich kenne einen aus unserer Fraktion, der interessiert sich für diese Technik. Ja, ich glaube es auch. Ich behaupte, nein oder fast gar nicht. Wir wollen es bequem und leicht haben. Mehr Komfort und Zeit zu haben, sind am Ende die Faktoren, die Fortschritt und Innovationen befördern. Nicht die Technik ist der Motor für Innovation und Fortschritt. Es ist der Nutzen für den Menschen und dessen Aussicht darauf, wie bequem die Zukunft für ihn sein wird. Das ist am Ende ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg einer Technik. Sie ist Mittel zum Zweck. Nicht die Digitalisierung an sich ist sexy, sondern das, was mit ihr in der Zukunft zu erreichen ist. Welche Lösungen wird sie den Menschen anbieten? Was bringt die Digitalisierung den Verler Bürgerinnen und Bürgern, der Stadt, der Verwaltung, der Bildungslandschaft, den Vereinen, der Mobilität, der Wirtschaft? Wie unterstützt sie den Komfort, die Zeitersparnis und den Wunsch nach Verbesserung? Wir können die Zukunft nicht komplett voraussehen. Aber wir können unsere Organisationen, Denkweisen, Systeme evolutionstauglicher gestalten. So Matthias Horks, der Zukunftswissenschaftler. Lassen Sie uns eines der wichtigsten Zukunftsthemen neu in den Blick nehmen, und zwar aus kommunalpolitischer Sicht. Wie können wir heute unsere Organisationen und unsere Denkweisen so annehmen, dass sie für Verl den größtmöglichen Nutzen und Erfolg haben werden? Welche Nutzen und Lösungen wollen wir als Kommune für unsere Bürgerinnen und Bürger? Unsere Unternehmen. Wie sieht in unseren Augen die moderne digitale Stadt der Zukunft aus? Das sind doch die Fragen, die wir uns zu stellen haben, auch über die Grenzen Verls hinaus. Damit Verl die besten Voraussetzungen bekommt, die Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt, für alle nutzbar zu machen. Zum Beispiel das autonome Fahren. Michael, ich glaube, das wird ein spannendes Thema. Oder digitale Assistenzsysteme, Roboter in der Medizin und Pflege, intelligente Verkehrsführung, virtuelle Konferenzräume, eventuell auch virtuelle Klassenzimmer. All dies mag kommen. Wie stellen wir uns in Verl und in der Region auf? Zum Nutzen aller Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch zum Vorteil all unserer heutigen und zukünftigen innovativen Unternehmen. Genau diese Fragen wird die CDU-Fraktion stellen. Die Herausforderung dabei wird es sein, gemeinsam mit der Verwaltung, den Verlerinnen und Verlern, der Wirtschaft, den Bildungsträgern, Verbänden und Vereinen, also allen, die unsere Stadt so lebenswert machen, die richtigen Antworten zu finden, daraus Ziele zu definieren und die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten, die zu Verl passen. Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam anpacken und die Chancen in den Blick nehmen. In diesem Zusammenhang sieht es die CDU-Fraktion als unabdingbar an, zusätzliche Mittel in den Haushalt 2018 zu stellen, zur Schaffung weiterer personeller Unterstützung in diesem zukunftsorientierten Feld. Wir haben mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur in Verl schon sehr gute technische Voraussetzungen geschaffen, die digitale Zukunft Verls einzuleiten. Wir können als Kommune jedoch nur erfolgreich sein, wenn auch die Grundvoraussetzungen auf anderen Ebenen stimmen. Da hilft schon die Entscheidung der neuen Landesregierung, den Schwerpunkt Digitalisierung in einem Ministerium zu verankern. Aber auch seitens der Bundespolitik sollten gute Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das war sehr nachdrücklich im letzten Monat beim Deutschen Kommunalen Infodienst zu lesen und das spricht, glaube ich, auch aus dem Herzen der Wirtschaft. Hier ist von der zukünftigen Regierung mehr Mut gefragt, denn die Digitalisierung ist nicht ein Politikfeld unter vielen,
sondern eine zentrale Aufgabe, die alle Bereiche des täglichen Lebens, jede Behörde, jedes Ministerium, jedes Unternehmen und jeden Bürger betrifft. Das muss sich in der Politik wiederfinden und auch in der kommenden Regierung klar erkannt werden. Wir brauchen deutlich mehr Finanzmittel, um Deutschland fit für die digitale Zukunft zu machen. Wenn wir jetzt nicht ein solides Fundament schaffen, wird es uns nicht gelingen, ein digitales Land zu bauen. Wir warnen davor, die Chancen der Zukunft zu verspielen, indem nun auf mögliche Risiken und fehlende Ressourcen hingewiesen wird. Wer so argumentiert und nur über Geld streitet, hat die Dimension des Themas nicht erkannt. Soweit das Zitat. Auch die Regionale in Ostwestfalen-Lippe ist derzeit ein Thema in vielen Räten, da sie die Region noch zukunftsfähiger machen soll. Ich bin gespannt, ob wir die Idee unseres Bürgermeisters auf die Schiene bekommen und ein regionales Projekt mit FAIR konzipiert wird. Die Unterstützung der CDU-Fraktion für ein solches Projekt kann ich jedenfalls schon heute signalisieren. Warten wir aber erst einmal auch die genauen Ausarbeitungen des Bürgermeisters ab. Nur wer Ideen hat und diese prüft, der kann auch zur Entwicklung FAIRs beitragen. Insoweit bin ich unserem Bürgermeister sehr dankbar, dass er diese innovative Idee vorgestellt hat. Bei all den Zukunftsszenarien, die ich Ihnen soeben dargestellt habe, lassen Sie mich noch einmal den Blick in die Gegenwart richten und auf weitere Felder fliegen, die uns sehr wichtig sind. Das ist das Feld des Wohnungsmarktes. Neben der Schaffung von gefördertem Wohnraum sind wir der Überzeugung, dass wir verstärkt mehr erschwinglichen Wohnraum für alle Verler in den Blick nehmen müssen. Daher werden wir im Laufe des Jahres einen neuen Kriterienkatalog für die Vergabe von städtischen Grundstücken vorlegen. Denn, wie schon mein Kollege Matthias Humpert bemerkte, wir dürfen nicht das Sylt des Kreises Gütersloh werden. Und recht hat er damit. Auch junge Paare und Familien, die sich auf dem freien Markt kein Grundstück leisten können, sollen und müssen mehr Berücksichtigung finden. Die CDU-Fraktion steht für eine familienfreundliche Wohnungspolitik. Daher werden wir auch diesem Personenkreis verstärkt die Möglichkeit geben, hier in FAIR sesshaft zu werden, eine Familie zu gründen oder sie auszubauen. Vieles ist auf den Weg gebracht und wir sehen in dem vom Bürgermeister eingebrachten Haushalt für 2018 die richtigen Impulse und strategischen Maßnahmen verankert. Sie entsprechen im vollen Umfang auch unseren Zielsetzungen. Die CDU-Fraktion stimmt diesem Haushalt 2018 gerne zu. Auch werden wir den empfohlenen Anträgen aus Verwaltung und Politik mit dem positiven Votum aus dem Haupt- und Finanzausschuss zustimmen. Danke an dieser Stelle an Sie alle, die in den Ausschüssen um Inhalte, Formulierungen und Kompromisse gerungen haben. Wir haben wieder einmal in der Diskussion bewiesen, dass wir trotz grundsätzlicher verschiedener politischer Grundüberzeugungen in der Sache fair diskutiert haben und zu Kompromissen bereit sind. Die CDU steht für eine stetige Fortentwicklung FAIRs zu einer zukunftsweisen, fortschrittlichen und modernen Stadt. Und dieses für alle Generationen unter Beibehaltung der finanziellen Stabilität. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen in FAIR. Steuern und Gebührensätze, die wir den Bürgern und Bürgerinnen, den Unternehmen auferlegen, werden konstant niedrig bleiben und weiterhin verlässlich und berechenbar. Auf diese Verlässlichkeit und Stabilität setzt die Wirtschaft genauso wie die Verler Bürgerinnen und Bürger. Und in diesem Jahr geben wir erstmals seit langem allen etwas zurück. Wie von unserem Bürgermeister vorgeschlagen, werden wir der Senkung der Grundsteuer A und B in der vorgeschlagenen Form zustimmen. Denn dieser, und ich betone, ausschließlich dieser Steuersenkungsvorschlag erscheint uns tatsächlich durchdacht, ausgewogen und gleichzeitig nachhaltig finanzierbar. Hier werden alle in gleichem Maße profitieren. Aufgrund der aktuellen sehr guten finanziellen Lage und einem in 2018 geplanten Haushaltsüberschuss von 2,8 Millionen Euro unterstützen wir die Absenkung dieser beiden Steuern. Die CDU-Fraktion legt besonderen Wert darauf, dass alle Verlerinnen und Verler, ob Unternehmer, Mieter oder Hausbesitzer, von der positiven Haushaltslage profitieren. Dank der neuen Landesregierung unter Ministerpräsident Armin Laschet bleibt der Stadt mit dem Wegfall der sogenannten Abundanzumlage 4,3 Millionen Euro mehr im Stadtsäckel. So können wir in den nächsten Jahren den positiven Effekt an die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen weitergeben, ohne den Haushalt zukünftig übermäßig zu belasten. All diese Entscheidungen können nur erfolgen, wenn sie nachhaltig finanzierbar sind. Denn wir stellen keine Schaufensteranträge zur Senkung von Steuern und schon gar nicht zweimal.
die womöglich in dem nächsten Jahr schon wieder angehoben werden müssten. Eine solide Haushaltspolitik sieht anders aus. Die Planzahlen der kommenden Haushalte lassen es zu, die Grundsteuern zu senken, auch wenn es uns ab 2019 voraussichtlich 5,4 Millionen Euro durch den Einheitslastenausgleich fehlen werden. Die geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 50 Millionen Euro, und ich merke hier einmal an, das ist im Vergleich zu den Planzahlen, mit denen wir in den vergangenen Jahren gerechnet haben, enorm viel. Und an dieser Stelle auch ein großes Lob an unsere Verler Unternehmen, Gewerbetreibenden und den Handel. Maßnahmen wie der Generationenvertrag durch Anlegen eines Pensionsfonds mit 20 Millionen Euro sowie die in den nächsten Jahren eigenfinanzierten Investitionen von fast 85 Millionen Euro in qualitativ hochwertige Gebäude und Infrastruktur machen sie die Wirtschaft erst möglich. Diese wichtigen Investitionen in die Zukunft lassen uns mit Zuversicht und großem Optimismus nach vorne schauen. Jede Entscheidung, die wir treffen, und wir treffen in Pferd verdammt viele Entscheidungen, muss immer in Abwägung der Kosten und Folgekosten erfolgen. Wir stehen für eine Politik, die die Kosten immer im Blick behält. Wir stehen für Nachhaltigkeit. Wir stehen für zukunftsorientierte Maßnahmen. Wir stehen nicht zur Verfügung für eine Politik des Geldausgebens auf Dauer, wenn Finanzierungen nicht nachhaltig und langfristig gesichert sind. Wir stehen auch zum Konnexitätsprinzip. Wer die Musik bestellt, der soll sie auch bezahlen. Diese seit Jahrzehnten von der CDU-Fraktion praktizierte, nachhaltige Finanzpolitik ist einer der Gründe für den heutigen Erfolg Pferds. Die CDU war, ist und bleibt der Garant für finanzielle Stabilität und Berechenbarkeit. Auch wenn wir unter dem Aspekt einer familienfreundlichen Kommune selbstverständlich für die besten Voraussetzungen sind, damit die Kinder hier in Pferd hervorragend betreut werden, werden wir nicht Maßnahmen zustimmen, die entgegen jeder Nachhaltigkeit stehen, am Ende Ungleichgewichte schaffen und wettbewerbsverzerrend sind. Jährlich wiederkehrende zusätzliche Haushaltsbelastungen in Größenordnung von 1 oder gar 2 Millionen Euro, wie von anderer Seite gefordert, sind mit der CDU-Fraktion nicht zu machen. Ich hatte ganz am Anfang meiner Rede schon einmal erwähnt, dass wir als Stadt sehr großzügig mit unseren freiwilligen Leistungen sind. Diese Leistungen sind, so glaube ich, in der Zwischenzeit zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Es ist normal, dass wir den Bibliotheksbesuch oder den Besuch des Freibades mit fast 20 bzw. 21 Euro sponsern. Nein, es ist nicht normal und selbstverständlich. Daher interessiert es uns sehr, einmal aufgezeigt zu bekommen, wie hoch die freiwilligen Leistungen in Pferl tatsächlich sind. Hier hilft sicherlich schon ein Blick in den GPA-Bericht vom Sommer 2015, der deutlich macht, dass wir bei allem im Vergleich zu anderen Kommunen an der Spitze der freiwilligen Leistungen stehen. Diese Leistungen sind so zur Normalität geworden, dass doch sehr schnell nach der Stadt gerufen wird, wenn es um eine mögliche finanzielle Unterstützung geht. Auch wenn unser Stadtsäckel im Moment auskömmlich gefüllt ist, sollten wir als Verantwortliche unseren Unterstützungswilligkeit immer mal wieder kritisch hinterfragen. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass Pferl auch deswegen so erfolgreich ist, weil das gesellschaftliche, ehrenamtliche Engagement sowie die Eigeninitiative unserer Bürgerinnen und Bürger enorm hoch ist. Dieses müssen wir uns bewahren. Das Schlimmste, was einer Stadt passieren kann, ist, durch zu viel Einmischung und Abnahme von Verantwortung die Kreativität, das Engagement, den Freiraum und die freie Entfaltung des Einzelnen zu beschränken. Wir sollten bei unseren Entscheidungen dieses immer mit berücksichtigen und dort unterstützen, wo es wirklich notwendig ist. Neues anstoßen, damit die Menschen ihre Ideen und ihre Visionen auch selber umsetzen und sich dafür einsetzen können. Dies sollte die Leitlinie für unsere Entscheidungen sein. Zu diesen Visionen gehören auch Ideen und Gedanken, die vielleicht aktuell noch unvorstellbar sind. Heute werden aus dem ÖPNV-Gutachten zur Verbesserung der Nahversorgung in Pferl für erste Maßnahmen wie zum Beispiel möglicherweise eine Taktverdichtung der Buslinien durch einen gemeinsamen Antrag von CDU und Grünen 100.000 Euro in den Haushalt gestellt. Wenn die technischen Voraussetzungen es zulassen, auf denen zukünftige Lösungen aufgebaut sind, wird es vielleicht in 10 Jahren gar keine Busse mehr in der Form geben, wie wir sie heute kennen. Dann reden wir morgen vielleicht über das Thema Move oder Pick-up on Demand. Unsere Visionen von heute sollten nicht die Schulden zukünftiger Generationen sein, sondern ihre Chancen von morgen.
für ein modernes, auf die Zukunft vorbereitetes, innovatives, liebens- und lebenswertes Pferd. Wir haben heute Einfluss auf das, was die Zukunft bringen wird. Und auf eines sollten wir immer Acht geben. Unsere Gedanken sollten nicht nur der Technik gelten, sondern in erster Linie dem Menschen. Daran werden wir, wie die CDU-Fraktion, in diesem und auch im neuen Ratssaal weiterarbeiten. Für alle Pferlerinnen und Pferler. Wir haben als Kommunalpolitiker das Privileg, die Zukunft Pferls mitzugestalten. Lassen Sie uns nicht müde werden, dieses gemeinsam zu tun. Vielen Dank.